Bisher waren sie Architekten, Wissenschaftler oder Ärzte in Kiew. Nun lassen sich die Ukrainer für den Einsatz an der Waffe ausbilden, wie hier in einem ehemaligen Asphaltwerk am Weihnachtswochenende. In den vergangenen Monaten haben sich in der Ukraine Dutzende Zivilisten beim Militär gemeldet. Das Verbindende, der Feind Russland. Ich befürchte, es könnte eine weitere Runde dieser Aggression geben. Wir arbeiten jetzt intensiver. Ich hoffe jedoch, dass wir unsere Fähigkeiten nicht anwenden müssen. Ich gehe davon aus, dass Russland uns 8 Jahre lang nicht in Ruhe lassen wird, wenn wir ihnen keinen guten Schlag ins Gesicht versetzen. Sie schalten immer die Schwachen aus. Wenn wir uns nicht wehren, wird diese Invasion noch lange dauern. Angesichts weiterer Militärmanöver der russischen Armee in der Nähe der Grenze wächst in der Ukraine die Sorge vor einer Invasion. Zuletzt hatten nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau rund 1000 Soldaten die Abwehr eines Luftangriffs im Westen des Landes geübt. Auf Russlands Straßen, etwa in St. Petersburg, wollen viele weiterhin nicht an einen Krieg in der Ukraine glauben. Krieg ist teuer und Zeitverschwendung. Die Zahl der jungen Menschen, die den Frieden unterstützen, wird in Zukunft wachsen. Der Konflikt wird vorübergehen, da bin ich mir sicher. Am 10. Januar wollen Vertreter der USA und Russlands über den Ukraine-Konflikt sprechen. Das teilte das Weiße Haus mit. Details zu dem Termin sind noch offen.